meine Lieben, live auf Facebook. Hat heute nicht funktioniert, mein Internet spinnt, aber es ist auch ganz, ganz komischerweise, auf meinem Profil gibt es plötzlich keinen Live-Button mehr. Schelm, wer Böses denkt, gell? Naja, ich werde das nacherklären. Aber natürlich gibt es einen Senf der Woche, den 12. sogar schon. Was ist diese Woche passiert? Der Satz der Woche ist natürlich, das Virus kommt mit dem Auto, ganz klar. Natürlich kommt das Virus mit dem Auto, wer fliegen kann es ja nicht. Natürlich ist auch mit dem Schiff übers Meer gekommen, aus Wuhan und nicht mit dem Flugzeug, ganz, ganz klar. Deshalb müssen wir auch 15 Stunden darauf warten, dass wir dann wieder nach Hause kommen. Das muss so schön sein, wenn du 15 Stunden an der Grenze stehst und die einen wissen nicht, warum. Die Slowenen haben sich ja aufgeregt, dass die Österreicher anscheinend so langsam arbeiten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Aber ja, lustig ist das sicher nicht gewesen. Mein herzliches Beileid an alle, die jetzt gerade zurückgekommen sind. Aber gut ist es, wenn wir jetzt alle nach Hause kommen, weil Österreich ist ja schon ein Risikoland. Bald werden wahrscheinlich die Grenzen wieder zugemacht. Ja. Dann sieht man wahrscheinlich, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird schon ein zweiter Lockdown vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen komisch ist es schon, gell? Aber es sind andere lustige Sachen. Auch noch passiert, der Strache darf antreten. Ich bin so froh natürlich, dass der antreten darf. Es hätte mich auch gewundert, wenn irgendwas mal konsequent durchgezogen worden wäre und man gesagt hätte, nein, das geht nicht, weil es ist nicht eindeutig geklärt und eigentlich wohnt er in Klosterneuburg, aber er wohnt ja auch in Wien und eigentlich ist er getrennt, aber er ist eigentlich nicht getrennt und wohnt irgendwie so... Also, wer soll sich denn da schon auskennen? Ja, aber klar, wenn die FPÖ keine Potenzpillen mehr zahlt, verstehe ich schon, dass die Philippa ihn raushaut von zu Hause, ja? Ich meine, natürlich, ganz klar, dass er dann in Wien wohnt. Also, bitte, regt euch nicht auf, ja? Also, wir werden sehen, aber ich glaube ja, dass die Wahl sowieso angefochten wird, natürlich, weil die FPÖ hat ja schon gesagt, wenn der Strache antreten darf und genau, die FPÖ nicht so gut abschneiden wird, dann wird es wahrscheinlich eine Wahlanfechtung geben und dann werden wir eh die nächsten 2 Jahre wählen, gell? Haben wir eh nichts Besseres zu tun. So, und die FPÖ will übrigens aus der EU austreten. In Wien jedenfalls. Also, will die Wiener FPÖ aus der EU austreten? Das würde mich so freuen, wenn überhaupt die FPÖ aus der EU austritt, also einfach nicht mehr da wäre. Das würde ich mir wünschen. Was noch passiert? Ja, die Weißrussland-Wahl wurde angefochten. Ich meine, eh nur nach Wochen des Wegschauens von der EU haben sie dann gesagt, naja, ist vielleicht doch nicht so super gelaufen dort, gell? Aber mit den Weißrussen will man sich halt auch nicht verscherzen. Das ist alles so eine scheinheilige Scheiße. Entschuldige, dass ich das jetzt so sage. Aber genau das Gleiche, wie ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass die Türkei so in Griechenland einmarschiert. Also einmarschiert, der die Grenzen einfach verschieben möchte. Ja, weil es da Öl gibt und das will einfach, der Erdogan will einfach das Öl haben. Es gehört zwar den Griechen, aber er will das haben. Und wenn das so ist, dann nehme ich mir das einfach so. Versteht du? Weil der Erdogan will das haben. Ja, dass die EU da wegschaut und dass man überhaupt nichts davon hört, finde ich gelinde gesagt eine bodenlose Frechheit. Weil ich weiß nicht, ob die EU mitbekommen hat, Griechenland ist die EU. Ich weiß nicht, ob der Erdogan auch mitbekommen hat. Ja, wurscht. Aber das ist halt so, weil die EU nicht will, dass dann die Flüchtlinge wieder alle kommen und so. Ja, ist alles eine politische Sache, gell? Ha! Lustige, da ist der Covid-19. Ja, ein lächerlicher Schatz gegen den ganzen Wahnsinn, der uns da noch bevorsteht. Ah, und es gibt auch eine gute Nachricht die Woche. Die Zadic bekommt ein Baby. Das ist ja nett, gell? Ich verstehe noch nicht, wieso da jeder seinen Senf dazugeben will. Ich meine, ich gebe jetzt auch meinen Senf jede Woche irgendwie dazu, aber mein Gott, dann sie kriegt ein Baby. Und? Andere arbeitende Mütter haben auch Kinder, also sie wird das schon hinkriegen. Bitte. Gut, das ist aber das Aufreger-Thema der Woche. Darüber habe ich auch ein Lied geschrieben. Die Aua. Das ist total super, gell? Kriegt Millionen in den Arsch geschoben, also eigentlich in die Turbinen geschoben und dann gibt es die Boni. Ja, aber die sind ja auch vom letzten Jahr, nicht von dem. Ja, müsst schon verstehen, das hat ja mit dem jetzigen Jahr überhaupt nichts zu tun, gell? Ja, aber naja. Mein Lied, mein Senf der Woche zur Austrian Airlines. Die Austrian Airlines ist ein sehr großer Betrieb, den die Corona-Krise in den Sturzflug trieb. Doch dann kam Blümel, er war großzügig und lieb. Die Aua, Aua kann wieder fliegen, die Aua wird die Staatshilfen kriegen. Kreditbedingungen, die gab es leider nicht. Wer braucht denn sowas, wenn das Blümchen was verspricht? Die Boni auszahlen, das will er trotzdem nicht. Die Aua, Aua, die ist gerissen. Die Aua hat uns alle beschissen. Blümel, jetzt stehst du ganz blöde da. Vom Deal profitiert nur diese Aua. Das liegt daran, dass du vergisst, wo verdammt dein Laptop ist. Oh, 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 oh.
Ja, aber er hat ihn ja dann irgendwann gefunden, gell, der Blümel. Und jetzt bekommt auch das Hilfswerk die Boni von der Auer. Auch nachdem der Druck der Öffentlichkeit so groß war, dass sie gar nicht anders konnten. Deshalb danke, lieber Auer, für diese großzügige, unfreiwillige, aber trotzdem gemachte Spende. Wir freuen uns alle wieder, wenn wir bei dir zu Gast sein können, gell? Irgendwann in 3 Jahren vielleicht. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich werde das klären mit dem Internet, das böse Internet, das mich nicht rein hat lassen. Aber wie gesagt, den Senf der Woche, den lasse ich mir nicht vermiesen. Ich schicke euch ein ganz dickes Bussi und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss und bleibt gesund.